Servus Leute, willkommen bei Fitness TV und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Rafa. Heute geht es unter anderem um die Fragen, kann man ohne auf die Ernährung zu achten überhaupt Muskeln aufbauen? Warum trinkt man Shakes und isst nicht einfach was nach dem Training? Und wo kommen eigentlich meine ganzen Muskeln her? Das alles und noch viel mehr gibt es in dieser Ausgabe, also dranbleiben. Die erste Frage kommt von Bossquad und er möchte wissen, hi Rafa, kann man gut und schnell Muskeln aufbauen, ohne auf die Ernährung zu achten oder irgendwelche Proteinshakes zu trinken? Grundsätzlich ist das möglich, also man muss nicht zu 100% auf die Ernährung achten, man muss auch nicht unbedingt zu Proteinshakes greifen. Wenn man regelmäßig Sport betreibt, regelmäßig trainiert, regelmäßig die Muskeln reizt, dann wachsen diese auch, denn der Körper denkt sich, dass die Muskeln oft eingesetzt werden, benötigt werden und dementsprechend werden sie stärker und wachsen. Nun ist es so, wenn ich meinen Muskeln aber nicht genug Nährstoffe zuführe, also in Form von Proteinen und Kohlenhydraten, dann wachsen die Muskeln eher mäßig. Also sie wachsen langsamer als bei jemandem, der seine Muskeln mit ausreichenden Nährstoffen versorgt, aber dennoch wachsen die Muskeln. Auch ist es so, dass eigentlich ein durchschnittlicher Mensch ja aus der westlichen Welt seinen Körper genug Nährstoffe zuführt, also wirklich über den Tag gesehen. Also wenn er jetzt wirklich Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wenn man das zusammenzählt, führt man eigentlich im Durchschnitt seinem Körper genug Nährstoffe zu, dass die Muskeln halt auch Nährstoffe haben, damit sie wachsen können. Dementsprechend muss man sich da nicht unbedingt so Sorgen machen, man muss auch nicht unbedingt wirklich jede Protein und jedes Kohlenhydrat zählen. Dennoch ist es nicht verkehrt, man kann es machen, wenn es für einen ist. Und generell ist natürlich eine ausgewogene und gesunde Ernährung eine gute Sache für den Körper. Aber wie gesagt, man muss da wirklich nicht zu 100% wissenschaftlich rangehen. Es geht halt wirklich auch einen einfachen Weg, ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich und dementsprechend muss man so ein bisschen gucken, was denn für einen der beste Weg ist. Dazu sei natürlich auch gesagt, man sollte nicht unbedingt dann auch davon hergehen, dass man jeden Tag zu McDonald's geht oder sich jeden Tag einen Döner reinknallt und was es da noch alles an Fastfood gibt. Man sollte schon so ein wenig auf die Ernährung achten, denn davon profitiert der Körper definitiv. Eskalation möchte wissen, hey Rafa, wie sehen deine gängigsten Mahlzeiten für die Mittagszeit aus? Also aktuell ist es so, dass ich zum Mittag eigentlich sehr, sehr viel Obst esse. An der Arbeit nehme ich mir dann wirklich so ein, zwei Bananen, eine Birne, einen Apfel mit, sowas in die Richtung. Und die esse ich dann. Und dazu gibt es dann meistens nochmal irgendwie Hüttenkäse oder aber irgendwie Magerquark mit noch ein bisschen Gemüse dazu. Oder ab und zu auch nochmal dazu ein bisschen Nüsse. Und dementsprechend esse ich eigentlich mittags gar nicht so viel. Also es wirkt eher wenig im Vergleich zu anderen Leuten, die sich dann mittags irgendwie wirklich einen fetten Mittagstisch aufsetzen. Schnitzel oder irgendwie was weiß ich was. Kantinenfraß. Also bei mir ist es eigentlich ein kleines Mahl mittags. Eher esse ich abends groß, also da koche ich dann gibt es dann bei mir auch was Warmes. Dann mache ich meistens Fleisch mit ein bisschen Gemüse und dazu gibt es dann meistens nochmal irgendwie eine Süßkartoffel oder aber ein bisschen Reis. Dementsprechend esse ich eigentlich mittags aktuell nichts Warmes. Für mich läuft das aktuell ganz gut so, ist natürlich auch alles eine individuelle Sache, ist vielleicht für den einen oder anderen nichts, ihr müsst euch da jetzt auch nicht dran halten, auf gar keinen Fall, aber für mich ist es aktuell gut und halt auch einfach, weil Obst muss man nicht groß zubereiten, muss man nur abwaschen und reinbeißen und beim Hüttenkäse eigentlich genau das gleiche, da schneidet man nur so ein bisschen Gemüse klein, gibt das dazu und dann reicht mir das eigentlich auch schon. Mr. Fickschnitzel 123 möchte wissen, by the way, sehr, sehr interessanter Nickname, warum Shakes, warum nicht einfach essen? Wahrscheinlich möchtest du wissen, warum viele Leute nach einer Trainingseinheit zu Proteinshakes greifen und nicht einfach anständig essen gehen. Frage ich mich manchmal auch. Grundsätzlich ist es so, dass es da ja so ein paar Vor- und Nachteile gibt. Vorteile der Proteinshakes ist ganz klar, dass sie schneller zubereitet sind und auch schneller konsumiert werden können. Und auch etwas schneller vom menschlichen Körper verwertet werden können, als es jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit ist. Eine Mahlzeit musst du erstmal zubereiten, beziehungsweise zubereiten lassen, musst du kauen und musst du dann halt auch verdauen. Und dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger und dementsprechend müssen die Muskeln, beziehungsweise die Bereiche, die die Nährstoffe benötigen, etwas länger auf diese warten. Und dementsprechend isst man damit einen Proteinshake nach einer Trainingseinheit vielleicht etwas besser bedient, um die Muskelbereiche, die Bereiche, die Nährstoffe benötigen, mit diesen halt auch schnell zu versorgen. Grundsätzlich von den Nährstoffen selber, also von den Proteinen her, von den Kohlenhydraten, nimmt sich das natürlich nichts. Ne? Also ob ich mir die jetzt aus einem Proteinshake zuführe oder aber aus einem Hähnchenbrustfilet oder aber aus einem Müsli oder sonst irgendwie etwas, das nimmt sich nichts. Ne? Also
steckt in beiden im Groben eigentlich das Gleiche drin, nur halt bei der Mahlzeit dauert es ein bisschen länger, bis die anständig verwertet sind, die ganzen Nährstoffe. Und dementsprechend kannst du theoretisch halt auch nach einer Trainingseinheit was essen, am besten etwas leicht verdauliches essen, was halt auch ziemlich viele Nährstoffe in sich trägt, die die Muskeln zum Wachsen benötigen. Die letzte Frage kommt von einem Lotzen. Er möchte wissen: Hey Rafa, ich würde gerne wissen, wie lange du gebraucht hast, um die Muskelmasse, die du jetzt hast, aufzubauen. Ja, der ein oder andere wird es bemerkt haben. Ich habe in letzter Zeit ziemlich an Masse aufgebaut, sehe ein bisschen muskulöser aus, liegt vielleicht auch an so ein bisschen an den T-Shirts, die ein bisschen enger werden. Dann sieht man das alles ein bisschen deutlicher. Ja, ich habe an mehr Masse aufgebaut. Liegt daran, dass ich mein Training etwas umgestellt habe, etwas intensiver trainiere. Grundsätzlich mache ich Fitnesstraining ja schon seit 7, ich glaube sogar fast 8 Jahren. Früher mehr Ausdauersport gemacht, natürlich auch mit Hanteln trainiert. Aber ich hatte damals nicht so das Ziel, ein krasser Bodybuilder zu sein oder ein krasser Kraftsportler. Ich habe das gemacht wegen meiner Gesundheit, um halt einfach fit zu sein, um gesund zu sein. Und seit ja, einem Jahr, vielleicht etwas länger, gehe ich halt wirklich mehr in ja, diesen Kraftsport, Krafttraining Bereich und habe halt mehr darauf gesetzt, ja, den Körper aufzubauen. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, sei es einfach, weil ich die Lust drauf hatte, beziehungsweise weil es sich einfach durch YouTube so ergeben hat, weil man dann halt auch einfach sich noch mehr mit der Materie aussetzt und also mit dieser Fitnessmaterie und halt dann einfach so ein bisschen einen kleinen ja, Ehrgeiz entwickelt, doch einfach ein bisschen muskulöser auszusehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich habe ich schon eigentlich immer mich irgendwie sportlich betätigt. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch wissen, der meine Videos schon länger guckt, dass ich früher auch sehr, sehr dünn war. Ich habe, ja, als ich angefangen habe vor 8 Jahren mit dem Sport, mit dem Fitnesssport, habe ich so um die 58, 59 Kilo gewogen. Aktuell bin ich bei ja, 75 Kilo, 76 Kilo. Bin jetzt nicht krass definiert. Also ich habe, glaube ich, noch einen Körperfettanteil von 8 oder 9%. Bin aber vollkommen zufrieden. Drunter möchte ich eigentlich gar nicht gehen. Klar könnte man ein bisschen mehr Sixpack sehen und sowas alles, aber ich bin mit meinem Körper total zufrieden, wie er aktuell ist und will auch gar nicht mehr Masse aufbauen. Also ich möchte jetzt nicht auf 90 Kilo oder auf 100 Kilo kommen oder sowas. Ich glaube, das würde bei mir auch gar nicht mehr schön aussehen. Dementsprechend bin ich so zufrieden. Ich versuche meine Figur jetzt so, wie sie ist, aktuell zu halten. Mit einer ja, guten, ausgewogenen Ernährung, mit ja, wechselnden Trainingsplänen, ja, ausgewogenem Training und natürlich auch regelmäßigem Training. Und dementsprechend kann ich euch halt den Tipp geben, versucht euren eigenen Weg zu finden. Bei jedem ist das Training anders. Es ist überall individuell bei jedem und dementsprechend muss man da so ein bisschen experimentieren und rausfinden, was ist denn für mich am besten? Womit fährt mein Körper? Womit fahre ich am besten? Sei es von der Ernährung her, beziehungsweise vom Training selber. Ja, und das war's mit dieser Ausgabe von Frag Rafa. Ihr habt jetzt hier nochmal 3 Verlinkungen zu meinem aktuellen Brust- und Trizeps-Trainingsplan. Das sind 3 kurze Videos, wie ich ja aktuell meine Brust- und meine Trizepsmuskulatur trainiere. Schaut's euch an, ist sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Seht ihr mich mal live beim Training, immer bei den einzelnen Übungen. Und ich gebe auch nochmal ein paar wichtige Tipps, könnt ihr euch reinziehen, ist sehr, sehr cool. Ansonsten stellt mir auch neue Fragen, postet die als Kommentar unter das Video, damit ich auch nächste Woche wieder eine Frag Rafa Folge drehen kann. Besucht mich auch auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Das war's für diese Ausgabe. Wir sehen uns. Haut rein!